Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Tavern Managers. Wir machen die Taverne auf und wir haben nach wie vor, nee, umnennen wollen wir sie nicht, die Bier- und Würstchenparty anstehen. Noch 30 Bier, noch 29 Würstchen. Die Vorbereitungen sind getroffen. Ich glaube, nur ein bisschen mehr Suppe könnten wir haben. Na, wobei geht. Aber das machen wir on the fly. Der Brief liegt da immer noch. Wie gesagt, vielleicht ist das normal, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Aber das werde ich irgendwann auch noch in Erfahrung bringen. Gucke ich mir vielleicht mal in der Zwischenzeit an, dass ich so alle offen gebliebenen Rätsel mal betrachte und aufräume. Dann können wir in der nächsten Folge eine Rätselfolge sozusagen machen. Und in der Zwischenzeit füllen wir ein bisschen Wein ab. Hätte gehofft, dass die Weinmission der letzte große Tag sein wird, bevor es dann in die nächste Aufgabe geht. Die Elfen sind noch bezahlt. Ja, wird langsam eng. Wir füttern mal durch, aber dann müssen wir es auch wieder neu kaufen. Das können wir einfach mal zwischendrin machen. Ein bisschen Käse noch mitbringen, dass ich vielleicht auf 20 komme. Hier vielleicht auch auf 20, weil das auch. Also die Lieferung ist eigentlich super schnell. Kann ich hier noch irgendwas. Das können wir einfach mal mitnehmen, damit es mitgenommen ist. Sinnvoll finde ich es nicht. Gerade weil hier die helfenden Elfen das für uns machen sollen. Aber ich helfe den Elfen mal und bringe das Essen nach vorne. Da ist kein Platz mehr. So, Käse und Elfenfutter. Ich finde, die könnten immer noch ein bisschen schöner dargestellt sein. Was ich auch cool fände, ist so kleine Gnome vielleicht, die Arbeit übernehmen. Aber hey, auch VIPs machen Schmutz. Vielen Dank dafür. Und dann gucken wir mal, dass wir die Quest möglichst schnell durchkriegen. Aber ich habe es ja nicht in der Hand, was die Leute bestellen. Das Feuer ist noch an, das heißt, wir machen schnell mal das Fleisch neu. Ich habe festgestellt, man muss gar nicht zielen. Wenn man einfach durchtappt, zielt er automatisch. Vielleicht war das die ganze Zeit schon so. Ich habe nur eingebildet, dass ich zielen muss. Vielleicht ist das Spiel auch einfach nur überfordert, wenn man zu schnell tippt und macht einfach seinen Job. Ja, schön dann. Probieren wir es eher Medium Rare zu kriegen als dann. Das verstehe ich auch nicht, warum der zweite Balken, der obere, nach Abschluss des ersten nochmal. Ah, ich habe keine Teller. Warum? Achso, weil die hier alle voll sind, okay. Meinetwegen. Die geben richtig viel Kohle. Aber wir haben auch so viel Geld investiert, dass wir die Kohle wirklich brauchen. Ich bereite schon mal Wasser vor, weil die Elfen haben es ja gerade im Griff. VIP-Order. Wird auch, denke ich, schnell erledigt werden. Ich hole einfach schon mal Wasser für die Suppe. Und dann habe ich noch ein zweites Wasser. Weil ich keinen Eimer habe. Ihr seht, unten links steht eigentlich der Eimer. Der ist jetzt halt voll. Aber macht ja nichts. Wir kriegen einen zweiten umsonst. Kriegen wir nicht umsonst. Der hat sich rüber teleportiert. Okay. Also mehr als einen Eimer können wir nicht vorbereiten. Aber okay. Wir ganz viel anderes Zeug. Ich nehme einfach alles mit, was ich so finde. Es ist wieder Essenszeit. Das hatten wir auch in der Rocket League-Folge. Diesmal ist das Mikrofon aber deutlich laufen. Das könnte durchaus sein, dass ihr die Katzen hört.
probiere im Schnitt mal drauf zu achten, ob das der Fall ist oder nicht. Jetzt habe ich selber vergessen, dass ich Wasser vorbereitet habe. Aber hey. Ich achte mal drauf. So. Diesmal merke ich mir hoffentlich, ob das Wasser vorbereitet habe. Ich stelle es einfach mal sehr offensichtlich in den Weg. Hier ist alles klar, Schiff. Da kommt wieder unser Freund, der Schmied. Auch VIPs machen Dreck. Gefühlt mittlerweile mehr als die normalen Leute. So, die nehme ich schnell mit. Käse und Wein. Suppe und Bier. Und der zweite möchte auch eine Suppe. Und ein Würstchen. So ein bisschen die Elfen entmündigt, aber was soll's. Hier ist alles sauber. Und ich glaube, wäre es schon wieder Zeit für eine Suppe. Wasser haben wir ja schon. Feuerholz haben wir nicht. Machen wir einmal Feuerholz. Okay, ich wollte eigentlich noch mehr Holz machen. Aber ihr seht links ein Traveler. Schauen wir mal, was der will. Ich gehe davon aus, er hat Durst. Ja. Hey. Kein Problem, Kumpel. Wasser muss ich kurz holen, aber in 45 Sekunden soll das kein Problem sein. Wobei, er läuft nicht. Die Zeit läuft nicht ab. Mir letztes Mal schon aufgefallen. So, der freut sich, bringt auch Blutpunkte. Hier ist wieder sehr dreckig. Er will erst sein Bier haben, bevor ich sauber machen darf. Würstchen, Würstchen. Suppe. Nehme ich einfach mal alles mit. Bier. Vielleicht doch gar nicht so schlecht mit den vielen Tabletts. Jetzt machen wir erstmal die Suppe fertig. Ne, nein. Holz. 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 Und wir rühren. Ich habe aus dem Monitor rausgeklickt. Okay, da sind wir wieder. Ich habe es eben irgendwie geschafft, die Aufnahme zu crashen. Ich hoffe, der erste Teil der Folge ist noch da. Ansonsten habt ihr den gar nicht gesehen. So, Bier ist in der Zwischenzeit leer. Wir sehen es auch links, der Elfen kam in der Zwischenzeit nicht hinterher. Kann auch durchaus sein, dass drüben Wein leer ist. Wir gehen direkt als nächstes hin. So, das soll erstmal reichen. Da kommen Helfen und Elfen schneller. Alles, was wir so da haben, verteilen wir. Mal, ob Wein da ist. Wie lange brauchen die fünf noch? Eine ganze Weile. Aber ihr wartet doch bitte noch ein bisschen. Und dann gucken wir hier mal. Das ist nämlich nicht der Wein leer. Aber fast. Trotzdem füllen wir es mal auf.
Okay, es ist ja einfach. Das passiert ja praktisch von alleine. Wein machen wir auch. Oh, der war knapp unten. Soll erstmal reichen, mehr geht eh nicht. Ich könnte da was hinstellen, aber noch rechtzeitig. Warte, danke. Ich glaube, hier war ich nicht rechtzeitig, die sind jetzt weg. Ja, okay, die haben es nicht geschafft. Schade. Ich brauche auch wieder Wasser. Ansonsten brauche ich wieder Würstchen. Und dann gucken wir mal. Suppe. Würstchen, Steak. Zack. Das schnell wieder hier rüber. Dann geht's wirklich Schlag auf Schlag. Irgendwo ist. Ja, da machen wir keinen Unterschied. Männlein oder Weiblein. Ihr kommt alle zum Schmied. Wenn ich ihn finden würde. So weit weg war er doch gar nicht. Da. Ah, er wird schon seinen Job machen. Jetzt. Gut. Gehen wir zurück. Auch schon wieder 20 Uhr. Zu dem ganz perfekten Zeitpunkt zuzumachen, habe ich noch nicht gefunden. Ich würde sagen, wir machen gleich mal zu. Vielleicht noch 2-3 Kunden reinlassen. Die schaffen das noch in Time. Die braucht schon wieder Wasser. Das war kein Problem. Wasser ist ja umsonst. Und die 3. Da geht noch einer aufs Klo. Ich könnte schwören, der macht es jetzt auch noch voll. Okay. Meinetwegen. Zwei Suppen für dort. Das wird doch wahrscheinlich auch wieder eng hier. Also würde ich schon die nächste Suppe für morgen vorbereiten, wenn die nur okay ist oder gut. Nicht perfekt. Urgent Order. 2 Stück. So, Suppe und 2 Würstchen. Die andere Order ist scheinbar die VIP. Oder Bahn, das ist schon irgendwer gemacht. Das haben die Elfen schon hingekriegt. Den lassen wir noch rein. Und sobald er sitzt, wird es auch der letzte Kunde sein. Nach einem kurzen Schnitt hören wir uns am nächsten Tag wieder. Tag 2 der heutigen Aufnahmesession. Wir gucken uns heute mal an, oder wir probieren heute mal die Quest fertig zu bekommen. Machen direkt mal auf. Vorbereitet ist alles. Die Dame kennen wir schon. Können wir die direkt loswerden. Mal gucken, ob sie dann gar nicht erst kommt. Aber ansonsten, Essen ist da, Suppe, Fleisch, Würstchen, Bier können wir nochmal füllen.
Eins daneben. Aber das werden wir trotzdem verkaufen. So, sehr gut. So, die junge Dame zieht direkt durch. Hat ja einen Klaps gekriegt. Ist irgendwo noch schmutzig? Nein. Geld haben wir auch mehr als genug da. Es fehlt jetzt wirklich nur daran, die Quest fertig zu kriegen. Das, was ihr rechts seht, ist das Ergebnis von einem Tag. Dann sollte ein zweiter ja wahrscheinlich reichen. Und Wasser können wir schon mal vorbereiten. Und dann machen wir gleich mal ein bisschen Holz. So. Kann hier direkt rein. Und dann cutten wir ganz kurz Holz. Holz geschnitten. Drei Stück wieder. Die Taverne ist auch schon am Rennen. Sonst die ersten Gäste kommen. Ach, da war auch ein Steak. Haben wir. Ich habe mehr aufgenommen, als hier hinpasst. Nee, jetzt geht's. Ich hatte die ganze Zeit mehr aufgenommen, als der wieder hinpasst. Weil die Ablage drin können nur die Elfen verwenden. Ihr wollt schon wieder? Nee. Ihr seid noch bezahlt. Dann haben die nur gerade nichts zu tun. Die Gäste lassen sich heute auch etwas Zeit, aber jetzt... Naja, doch nicht. Die gehen vorbei. Aber da kommen vielleicht die ersten VIP-Gäste. Was sehr schön wäre. Zugunsten des Umsatzes. Weil ich die VIPs gerade nur wegen Geld gebrauchen kann. Questtechnisch muss ich auf die... normal lossetzen. Okay. Da kommen richtig viele. Na, vier Stück. Komm. VIPs kommen auch. Werde ich direkt abfangen, dann müssen die Elfen gar nicht hier rüberkommen. Wein und Käse. Zack. Die Steaks haben wir hinten. Das kann ich dann hier vorne. Und Steaks können wir auch schon wieder machen. Dann sollten wir das doch direkt angehen. Gar nicht zu lange liegen lassen. Da sind auch doch Steaks vorne. Holz. Was haben wir gemacht? Das ist kein Problem. Klo ist auch wieder voll. Machen wir das zuerst. Gibt sonst schlechte Bewertungen. Und die drei. Heute wird es vorbereitet. Dann haben wir jetzt kein neues, auch wenn wir die Zeit dafür hätten. Aber dafür ist es ja vorbereitet. Wir machen gleich ein bisschen mehr. Ich gucke gleich mal, wie viele Teller wir da haben. Vielleicht können wir direkt noch 5 oder 10 Portionen machen, wobei es ist auch viel schon vorbereitet. Ja, lohnt sich nicht. Ein Steak. Also falls ihr die Katzen hört, die verhungern nicht wirklich. Ja, die tun nur so. Eine Suppe. Und ein Bier? Nee. Kann einfach mal ein bisschen Deko kaufen, auch wenn es meiner Meinung nach nach wie vor überhaupt nichts bringt. Aber, ja, wofür brauchen wir einen Spiegel? Das Horn finde ich cool. Ist aber auch teuer. Bookcase.
Na komm, für die VIPs. Machen wir einfach mal. Ich hoffe jetzt, wir brauchen keine Ware, weil die hätten wir gleich mitbestellen können. Bier nehmen wir direkt wieder mit, ein paar. Jetzt habe ich links geguckt, was da steht. Ich dachte, wir hätten vielleicht eine Urgent Order. Aber über den Zeitpunkt, dass das nicht irgendwer trinken muss, sind wir lang hinweg. Das kriegt irgendwer. Auch wenn es schlecht ist. So, Würstchen und Suppe. Unterstützen wir einfach mal die Elfen. Hier ist ein bisschen Dreck. Und jetzt holen wir die bestellte Deko ab. Das macht zwar, wie gesagt, wenig Sinn, meiner Meinung nach, zu dekorieren. Aber wir nehmen es einfach mal trotzdem mit. Ich muss mir bemerken, dass wir kurz vor Essenszeiten keine Aufnahme mehr machen können. Weil das ist ja unerträglich. Also für mich ist es unerträglich. Und das Geschrei, ich hoffe, wie gesagt, wirklich, ihr hört es nicht. Wobei in der Aufnahme vorher hat man auch den Staubsaugerroboter gehört. Den muss ich mal gucken, ob ich den mit einer Geräuschunterdrückung rauskriege. Gut, vielen Dank dafür. Und Fußspur macht er auch noch. Ich wüsste nicht warum. Hat er leider verdient gehabt, auch wenn es minus 1 gab. Aber was sind minus 1? Für jedes L, was ich verkaufe, kann ich 10 mal Leute haben. Und das finde ich vollkommen in Ordnung von der Ratio. Käse. Käse serviert. Bier. Suppe, Steak. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich kann immer noch nicht kontrollieren, was ich davon aufnehme. Deshalb ist es halt alles. Gibt es eigentlich irgendwelche Upgrades, die ich noch nicht gekauft habe? Das würde ich direkt mal gucken. Weil an Geld scheitert es gerade nicht. Nee. Wir haben alles. Das nächste Upgrade würde kosten 1350, also auch das können wir uns ohne Probleme leisten. Genauso wie die zwei neuen Fairy Helper. Bartender, okay. Dann können wir dies wahrscheinlich auch um Wein und Käse, könnte ich mir vorstellen. Oder Wein und Bier, Wein und Ale. Die kann man einfach nochmal 2, 3 hinstellen. Dann geht es nicht vergessen, weil das ist so ein bisschen fies gemacht. Das ist aus dem Blick. Weil normalerweise ist man ja hier im Hauptbereich viel unterwegs. Wenn jetzt da drüben Bestellungen kommen oder eben irgendwas leer geht, das hört man dann nicht. Oder kriegt man nicht mit. Ich zumindest bisher nicht. Machen wir eine neue Suppe eigentlich? Warum nicht? Dann ist es gemacht und wird nicht knapp. Auch schon wieder 16 Uhr fast, oder 15:30 jetzt. Geht Richtung 16 Uhr. Bingeling hat es wieder gemacht. Order. Das Bier fliegt schon. Deshalb nehme ich das nicht mit. Ich gehe mal hier rüber. Käse, Wein. Die Elf hat mich scheinbar gesehen. Das nehme ich direkt abgedreht. Und Bier und Steak. Ah, hier steht doch. Steak steht hier. So, das stellen wir zurück. Das eine Bier macht die Elfe. Und dann sind es schon noch 2 Bier und 6 Würstchen. Das kriegen wir ja wohl hin in jetzt noch ganz knapp 5 Stunden offen. Hier passe ich nicht durch. Oh. Das bringt zwar nichts. Aber da habe ich doch eben. Nee. Kann es nicht reproduzieren.
ein Steak, da sollen die Elfen sich drum kümmern. Hier ist nichts mehr. Ich habe ja Deko gekauft. On the floor Deko. On the wall Deko. Kleine Katze. Ah, das überlappt mit dem anderen Bild. Das finde ich nicht schön. Tun wir die da hin. Hey, zumindest Deko bekommen. Achievement, sorry. Hier den hin. Und das Horn kommt hier drüben hin. Suppe, Suppe, Suppe. Ja, vielen Dank. Das, ganz viel Suppe und das Steak. Oh, jetzt kriegen sie das schlechte Bier. Sorry. Ist mir aber egal. So schnell wird man abgelenkt. Ich wollte irgendwie vor gefühlt 5 Minuten da den Suppentopf anmachen. Das ist nicht passiert. Aber das Spiel hält einem auch auf Trab. Also ich merke es hier jeden Tag mehr. Okay, der ist wieder dran. So leid es mir tut, da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Ja, wobei, wenn nicht Zeit dafür nehmen, wofür sonst? Das sind die kleinen Dinge im Leben, an denen man festhalten sollte. So. Das reicht. Nee. Gucken wir nicht hin. Das geht nicht gut aus. VIP Order, Order und Dirty Table. Wir gehen mal bei den VIPs rein. Vielleicht sagen wir den zwei noch, sie sollen warten. Aber die warten noch nicht so lang. Heute müssen wir gleich nochmal vorbeigehen, weil die werden nicht in Time fertig. VIP Steak. Ich glaube, es holt irgendwer schönes Bier. Würstchen sollt ihr kaufen. So. Holz. 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 Und dann die Suppe hinterher. Und die Suppe ist fertig. Ich hoffe, ganz viele Würstchen werden bestellt. Zumindest eins. Und dann füllen wir mal neues Bier ab. Genau, das ist nämlich leer. Das geht jetzt auch nicht voran. Und dann können wir auch gleich schon wieder bestellen. Ich mache jetzt die 7 hier voll. Und danach sollte es erstmal für heute reichen, aber in der Nacht, in der Vorbereitung zur nächsten Folge, werde ich dann wieder großzügig einkaufen. Würstchen wieder hinhängen. Kriegen wir noch 3 Würstchen irgendwie zusammen? Das wäre mir echt lieb. Wenn wir da nicht mit das 1. Hier wird der Käse gebracht. Kann ich auch nochmal helfen. Das Bier braucht er hier. Die Suppe fliegt da hinten hin. Könnten bitte noch... Ich muss noch 2 Würstchen loswerden. Also nicht das, was sie jetzt gerade denken. Aber einfach bitte 2 Würstchen bestellen. Hat nicht geklappt.
Das Steak wird auch schon wieder dünn. Ich würde sagen, das wird heute nichts mehr mit den zwei Würstchen. Die schicken wir weg. Auf euer Geld bin ich nicht angewiesen. Nee. So, die essen noch. Hier ist keiner. Hier ist noch Geld. Aber das stört mich hier. Dann stellen wir das mal hier hin. Was so alibimäßig. Nee, stellen wir es hier hin, damit die VIPs nicht die normalen Menschen sehen müssen. Weil dann sehe ich auch nicht, dass der Käse leer ist, ne? Ja, wir sind ein... Wir legen Wert auf die Privatsphäre, das heißt von draußen soll man auch die VIPs... Gut, das bringt fast gar nichts. Aber wir tun mal so. Dann können wir zumindest von drinnen die VIPs draußen nicht sehen. Gut. Die Taverne ist leer. Die Elfen machen wieder nichts scheinbar. Ich mach sauber. Dann vielen Dank fürs Zugucken, liked und kommentiert gerne das Video, lasst ein Abo da und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank und macht's gut.